Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Evil Bank Manager. Wir haben es endlich mal geschafft, ein paar Runden länger durchzuhalten und keinen blöden Fehler zu machen. Aktuell Runde 48 Stunden, ich muss ja noch die Runde beenden. 500 Eisen produzieren, das sollten wir recht schnell schaffen. Jawohl, haben wir direkt, perfekt. Nehmen wir, was haben wir als nächste Aufgabe? 500 Waffen produzieren, auch das sollte relativ schnell erledigt sein. Aber man muss sagen, monetär läuft es gerade echt gut. Sollen wir uns nur nicht wieder verzetteln und verzocken. Deswegen, wir holen uns jetzt erstmal einiges, was? Department can effectively manage a limited number of objects. If the bank receives a property that does not fit into the limit, it will not be profitable. You can decide to sell or improve the department. Okay. Dann müssen wir unser Industriedepartment erweitern. So, haben wir ein schnelles Upgrade. Und hier geben wir auch Gold aus für ein schnelles Upgrade. So, jetzt sollte es passen. Oh, control the monetary fund. All the leading countries of the world have come to understand that the world needs a single fund that will lend... Ah, jetzt müssen wir quasi einen internationalen Währungsfonds einrichten. Okay, all financial institutions of the world will be able to buy shares of this organization, but those who get 51% of the ownership or more will automatically gain control. Also das heißt, wenn wir hier von 51% erwerben, dann können wir die Welt beherrschen. Sehr schön. Bidding for a share in the fund will be held as an auction. Okay, das wird als Auktion gemacht. Maximaler Wert des Lots ist davon abhängig von der Hauptstadt des reichsten Bieters. Jede Sekunde every second the value of the shares will decline and a greater number of banks will be able. Achso, jede Sekunde wird er geringer. Ja, das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Okay, ja, checke ich jetzt gerade nicht so 100%. Also der Preis, der wird jede Sekunde geringer und sobald einer zuschlägt, ja, alles klar, dann heißt es 3, 2, 1, meins für den. So, 500 Waffen haben wir auch produziert. Zwei Regionen haben wir auch bekommen. Ein Hauptgebäude zu Stufe 2 haben wir auch bekommen. Was ist das nächste? Upgrade Industry. Ja, das kriegen wir doch auch hin. Machen wir mal hier. Zack. Auch wieder 1000. Sehr schön. Saphire. Ja, komm, wir nehmen Saphire. Also so, was haben wir denn hier noch an... Oh, oi, hier ist ja noch einiges an Forschung. Ich dachte, das wäre viel weniger. Cool. Was haben wir denn da? Okay, Political Skill Cooldown von Ländern wird um 10% reduziert. Jede offene Regierung bietet 250 Gold pro Runde. Das finde ich sehr geil. Managergeld um 4%. Nehmen wir erstmal das. Mehr Gold ist auf jeden Fall immer gut. So, gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen mehr... Rubine, ja mega! Nein, Moment, wir sind nicht bankrott. Nein, 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 das lasse ich jetzt nicht, diesmal nicht gelten. Zur Not verkaufen wir was Kleines. Wir verkaufen dich so, jetzt aber... Ey, warum sagt ihr mir, ich bin bankrott? Ich habe jetzt gerade 6000 in dieser Runde dazu bekommen. So ein Quatsch. Also manchmal verstehe ich die Logik, die sich hinter diesem Spiel verbirgt, nicht wirklich. Ach, wahrscheinlich, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich, weil erst die Managergelder abgebucht werden und dann erst das Geld reinkommt. Und wahrscheinlich, weil ich nur noch 900 Schleifen hatte, hat es einfach schlicht und ergreifend nicht mehr gereicht. Oh, kann ich da was... Könnte ich da was investieren? Oh, ich könnte einer anderen Bank auch einen Kredit geben. Ja, sehr schön. Das wäre natürlich richtig fein. Bis dahin machen wir aber erstmal hier ein bisschen weiter. So, jetzt brauchen wir ein Minimum-Level von 25.000. Oh, Gemälde, sehr geil. Da wir das noch gar nicht haben, nehme ich das auf jeden Fall mal mit rein.
So, wie schaut's hier aus? Was ist überhaupt nochmal unser Ziel? 1000 wird mit einem Krieg. Warte mal, da beginnt bald ein Krieg. Ja, Menschenskinder, das passt doch wie der Arsch auf Eimer. Da gehe ich doch mal rein. Verkaufen wir mal wieder Waffen an unseren Homie. Oh ja, jede Menge Waffen. Oh ja. Oh ja. Der wird sowas von gewinnen. Finde ich gut. I like. So, dann machen wir mal hier die Managergehälter ein bisschen geringer. Nächstes Ziel. Okay, Aufgaben von unseren Wachen her verteilen. Political Orders, aha. Ah, guck mal an. Against Competitors. Den 14.000 Geld klauen, das finde ich geil. Nehmen wir mal die Iron Bank. Können wir jetzt hier noch was Günstigeres machen? Nee, ne? Gerade nicht, okay. Gekauft haben wir auch schon, ne? Ne, dafür fehlen uns noch Regionen. Wir können uns in eine neue Region einkaufen, stimmt. Ja, Toskana, die lohnt jetzt nicht mehr wirklich. Ligura, dich öffnen wir doch mal. Aber noch eine, die gerade günstig zu erwerben ist. Nicht wirklich. Portugal? Oh, was ist denn hier mit der Portugal-Bank passiert? Liegt das nicht eigentlich hier? So, eröffnen wir uns auch mal. Ja, ich schicke euch gerne, um meine Schulden einzutreiben. So, gucken wir mal, was haben wir hier jetzt noch im Angebot? Steine, ich glaube, wir könnten auch noch mehr Steine gebrauchen. Oh, wenn der Feind spontan Region angreift, wo unser Eigentum ist, dann ist es immer das Beste, einen kleinen Stock an Waffen zu haben. So kann man immer bereit sein. Und die Investitionen schützen. Wo fällt er denn ein? Hier hinten schon mal nicht. Hier fallen wir ja gerade ein. Warte mal, Hessen hatten wir im letzten Spiel, ne? Das war gar nicht dieses Spiel. Egal, es wird schon klappen. So. Oh ja, jede Menge Gold, sehr schön. Oha, oha. Mist, jetzt... Ich habe nur 13.000. Ich gucke, dass ich es bei... der ersten Möglichkeit... Nein! Okay, ich brauche dringend mehr Bargeld auf der Tasche. Gucken wir doch mal... Der Whistlebank, der können wir doch mal ein bisschen Geld geben, aber erst im nächsten Zug, damit sich das mehr lohnt. Oh nein, Trockenheit, jetzt brauchen alle Getreide. Wie viel haben wir denn? 1100, so, nehmen wir doch mal das. Bringt uns nochmal 17.000 ein, finde ich super. Oh, jetzt haben wir ja viel Möglichkeiten. Nehmen wir Rubine, weil die selten sind. Dann nehmen wir hier Getreide, weil wir das gerade übelst brauchen. So, Gemälde haben wir, glaube ich, auch noch nicht so viele, ne? So, wer ist denn... Wer gibt denn den größten Zins? Du. Geben wir dir doch mal ein bisschen Geld.
So. Wo wird jetzt rein investiert? Wieder Getreide, Gemälde. Machen wir mal so. Und wir sollten hier auch mal langsam aber sicher was verbessern. Da brauchen wir noch 3 Länder mehr. Hier können wir verbessern, sehr schön. Hier auch. Da auch. Ach, das ist doch ein Träumchen. Wenn man genug Steine hat, dann klappt alles. Das ist traumhaft. Luxury geht noch nicht. Armory aber bestimmt, ne? Jawoll. Okay. Was wollte ich? Irgendwas wollte ich doch jetzt. Personal, genau. Oh, perfekt. Dann kommst du bei den Wachen rein und du bei der Spionage. Dann suchen wir hier mal ein bisschen besser. Wir suchen mal Pros. Oi. Euch stellen wir auch beide an. Dann kommst du nämlich hier rein und du in die Credit-Abteilung. Ja, sehr schön. Next. Moment, da begann ein Krieg. In 5 Zügen. Wollen wir uns da einklinken? Oh ja, das ist unser Homie hier, ne? Warte mal. So, Arp, Portugal. So, Sell Weapons. Der kriegt erstmal alle in den Rachen geworfen. Oh, der kann ihn jetzt schon übersteigen. Sehr gut. Kriegt aber trotzdem nochmal 20.000 von uns, falls sich noch mehr daran beteiligen. Jetzt der nächste Krieg. Oh, Moment, da haben wir ja auch. Heidewitzka. Toskane gegen... Oha. Da steigen wir auch ein. Kriegt auch wieder alle Waffen von uns. Und auch nochmal ein bisschen Gold. Sehr schön, okay. Noch ein. Nee, aktuell haben wir keine Kriege sonst soweit, wo wir dran kämpfen müssten, könnten, sollten. Holen wir uns hier was fürs Gold. Und schauen mal kurz auf den Markt. Industrie. Wir könnten Steine verkaufen. Wir könnten... Oh ja, bei... Oh, Luxus, da werden... Oh, da werde ich jetzt erstmal zuschlagen. Zack. Und siehe da, 69.000. Scheiß die Wand an, auf gut Deutsch gesagt. So, was haben wir denn hier? In welche Region wollen wir uns als nächstes einkaufen? Sind wir hier schon drin? Nee, ne? Parma. Ja, ich weiß nicht. Nicht, dass hier sich ein Krieg anbahnt. Da möchte ich jetzt auch nicht zu dicht dran sein. Cash da auch nicht. Hier ist noch zu teuer. Ja, komm. Wir versuchen's. Parma, zack. So, was fehlt noch? Ein Land fehlt. Das ist noch alles klar. So, habt ihr noch ein paar schicke Aufträge, die ihr machen könnt? Oh, die sind jetzt doch ein bisschen sehr mächtig inzwischen geworden. Gucken wir mal, dass wir euch ein bisschen geschwächt bekommen. Können wir noch eine Kleinigkeit investieren? Ja, können wir. So, Getreide. Nein, Moment, wir gehen nicht bankrott. Oh, erstmal hier. Bisschen weiter forschen. Exchange, so.
würde ich sagen, verkaufen wir erstmal ein bisschen was. So. Und siehe da, schon haben wir wieder 26 Schleifen mehr. So. Ah, oh, Mann, ey. Für 171.000, das kann der sich mal eben so leisten, boah, dieser miese Penner. Also irgendwie muss ich mich, glaube ich, hier noch ein bisschen mehr reinfuchsen in das Spiel. So wird das nix. Oh, ich habe jetzt Zugang zu einem weiteren Land, ohne was gemacht zu haben. Ach stimmt, ich habe immer noch die Aufgaben mit den Guards, dass die verschiedene Aufträge übernehmen müssen. Ja, nächste Runde. So, dann nehmen wir doch mal hier die Pelze dazu. Ich finde das echt doof, dass man immer nur eins pro Runde erwerben kann. Das ist... Nee. Vielleicht werden wir das verbessern? Gucken wir mal, machen wir wieder einen Rundumschlag in Sachen Gebäudeverbesserung. Ach ja, da haben wir ja gerade schon. Da geht noch nichts. Hier wahrscheinlich auch noch nicht. Nope. Hm. Aber die Armory. So, komm, nehmen wir direkt noch eine Stufe mit. So, increase your gold by 50%. Ja, geil. Das nehmen wir doch mal gerne. So, holen wir erstmal hier Getreide dazu. So, da begann der Krieg. Warum nehme ich daran nicht teil? Moment, da habe ich doch teilgenommen, dachte ich. Dann joinen wir mal doch mal hier. Na, wobei nicht Gold. Wir verkaufen Waffen. So. Und der nächste Krieg, da nehme ich auch noch nicht dran teil. Hier unser Homie, zack. Der kriegt die restlichen Waffen. Sehr gut. Haben wir jetzt noch was zum Investieren? Nee, ne? Haben wir schon. Alles klar. Und siehe da, 34.000 Schleifen. So, und wir müssen noch mal ein bisschen Personal suchen. Suchen wir mal nach Experten. Oh, 15, sehr schön. So, du wirst hier angestellt. Ach, geht noch gar nicht. So, aber dich können wir schon hier anstellen. Muss ich erstmal hier das Spionagezentrum erweitern. So. Brauchen wir noch einen Guard und einen fürs Investment. Ah, oh. Stelle ich beide an. Dich fürs Investment und du wärst super für die Spionage. Aber da brauchen wir auch erst noch ein Upgrade. Da suchen wir nochmal zwei. Ja, da haben wir doch schon die perfekte Wache. Zack. So. Allows you to control more properties of the type industry. Bei mehr. Oh, 15 mehr Eigentum. Das ist doch sehr fein. So. So, in einem Zug kriegen wir da hoffentlich einiges wieder. Dann jetzt mal schnell noch ein bisschen ein paar Luxusgüter verkaufen. Nicht, dass wir jetzt gleich wieder bankrott gehen. So, zack. So, wo könnten wir denn noch sinnvoll rein investieren?
Nehmen wir dich. So, und ihr... holt dann mal alles wieder. Und dann noch ein bisschen mehr. So, Moment, was ist hier diese 4 für eine Nachricht? Wir können uns natürlich auch in fremde Leutskriege beteiligen, ne? Und einfach mal gucken, wo eine Bank auf die Fresse kriegt. Das finde ich doch mal einen netten Gedanken. Aber gut, ihr Lieben, das schauen wir, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bis hierhin ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!